Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Jin, hochprofessioneller KI-Töter und das ist so ziemlich die letzte Folge von Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Die Challenge steht noch offen, klar. Wir gucken uns heute den Endhub an mit diesem wunderschönen Stand hier und dem Producer. Keine Ahnung, warum sie das tolle Krankenhaus abgebaut haben hier. Es wollen auch nicht wirklich viele Leute mit uns reden, schade. Das hätte ich mir dann vielleicht nochmal gewünscht. Hier unten ist immer noch abgesperrt. Und da stehen auch noch so Leute in Bioanzügen herum. Interessant. Basta ist hier alleine. Also seine Miliz scheint sich aufgelöst zu haben. Und auch der Professor möchte nicht mit uns reden. Schade. Boseman ist immer noch weg. Wir haben auch nicht erfahren, was mit ihm passiert ist. Das wird man wahrscheinlich in Kapitel 2 dann erfahren, dass er in Salem spielen wird, wo der Drache Iliohan abgestürzt ist. Und wir werden uns also hier ein bisschen unterhalten, die letzten Dialoge abklappern, nochmal in die Shops reingucken. Bree hat uns bestimmt was Interessantes zu verkaufen. Wer doch vielleicht nicht unbedingt. Da müssen wir mal schauen. Und Pancake und Lady Luck haben vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl für uns. Da schauen wir mal. Außerdem werden wir kurz drüber sprechen, wie das Spiel denn alles in einem war. Ein kurzes Fazit ziehen. Ich werde mich bemühen, da nicht so lange zu labern, auf jeden Fall. I've had enough downtime. What's there to do? Ja, ich hatte genug Langeweile. Was kann ich denn hier tun? Es war eigentlich als vom Run zurückmelden. Kennzeichnet war ja auch mit dem Fragezeichen und nicht mit dem Ausrufezeichen. Und er wird uns jetzt bestimmt von den Challenge-Missionen erzählen. I don't have any particular mission for you, but there is plenty to do for a runner. You need to grab the jobs yourself, though. Ja, ich habe keine spezielle Mission für dich, aber es gibt viel zu tun für einen Runner. Du musst dir die Jobs allerdings selbst schnappen. But you'll have more for me in the future? Aber du wirst in der Zukunft mehr für mich haben, bitte? Yes. Listen to the chatter on the Matrix and update regularly. There is more to come. Think of it as a cliffhanger. Wunderschön. Danke dafür, Leute. Danke, Cliffhanger Productions, dass ihr diese Dialoglinie eingebaut habt. Ja, hört ihr einfach das Geschnatter in der Matrix an und halte dich regelmäßig up to date. Es wird mehr kommen. Ich denke da, davon als ein Cliffhanger. Entschuldigung. Es ist einigermaßen lustig. Oh, 3 Karma haben wir nochmal bekommen. Sehr schön. Und 12.200 Nuyen. Mit Geld können wir uns echt totschmeißen gerade. Ich habe keine Ahnung auch, was wir mit dem Karma gerade machen sollen. Um ganz ehrlich zu sein. Für 26 Punkte könnten wir uns hier noch einen Punkt Hacking holen. Brauchen wir nicht, weil wir einen Hintergrund haben, der uns 20% Hacking gibt. Vielleicht hole ich es mir trotzdem einfach nur, damit ich 10, 10, 10 bin. Und ansonsten kann man hier natürlich noch hochleveln, um sich hier irgendwie, ich glaube, hier kann man sich irgendwo einen magischen Schutzschild holen. Genau, nee, das stimmt nicht. Hier gibt es den magischen Schutzschild. Da bekommt man dann nochmal 7 Punkte magische Rüstung dazu. Das denke ich ganz nützlich. Ansonsten kann man sich Lebenspunkte holen in den einzelnen Trees oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Oh, und jetzt wollen die Leute doch hier mit uns reden. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Dialog verpasst irgendwie. Das wäre ein bisschen blöd. Wir schauen mal. Hey, das war ja ein höllischer Kampf. Ja, ich habe es schon gehört. Du hast das gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung bezüglich Jane hätte treffen können. Und wir haben uns ja entschlossen, sie zu töten, weil wir da kein Risiko eingehen wollten. Wir wussten ja nicht, ob die KI uns anlügt in dem Moment und noch da drin ist und nur weil sie am Boden ist, jetzt versucht auf Mitleid zu machen. Keine Ahnung. Wir wissen allerdings auch nicht, ob wir die KI dadurch getötet haben. Ja, ich hatte meine Zweifel, aber ich denke, wir haben das Richtige getan. Das fasst es relativ gut zusammen. Ja, ich denke, das hast du getan. Da würde mich mal interessieren, was sie gesagt hätte, wenn wir uns anders entschieden hätten. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier ein... gibt das irgendwie... Ja, das macht 10 bis 13, hat aber weniger Reichweite.
weniger Zielgenauigkeit, das sind 2 Punkte mehr. Das lohnt sich in einem Deck eigentlich nicht, finde ich. Also hier nichts Neues auf jeden Fall. Wir schauen uns mal bei Razer um. Vielleicht hat sie was. Einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt. Ja, hier die Auswahl natürlich nicht so riesig. Ein Katana, ein Makua Huitel, eine Vibro Blade. Der Spaten macht 20 bis 22 Punkte Schaden. Ich habe gehört, das ist so ziemlich die beste Endgame-Waffe. Interessanterweise. Ja. Es sind alle recht gleich, die Waffen, dadurch, dass sie halt alle die gleiche Reichweite haben. Eine Trefferchance von 100% sowieso von Haus aus mitbringen. Da kann ich jetzt zumindest keinen Unterschied feststellen. Doc, gibt es denn eine Möglichkeit, die Naniteninfektion zu heilen? Noch nicht, aber nachdem, was der Professor mir erzählt hat und den ganzen Daten, die du gesammelt hast, bin ich mir sicher, dass wir dieses Puzzle irgendwann lösen können. Oder damit beginnen können, das Puzzle zu lösen. Lass es mich wissen, wenn du irgendwas rausfindest. Und das ist Jins Standardsatz gegenüber dem Professor scheinbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich mir nicht auch ein paar Naniten eingefangen habe. Oh ja, stimmt, ne? Die Cyborg-Fabrik war ja ziemlich Naniten verseucht. Ich habe eine Mischung von ESP-Therapie und der Anwendung von hochdosierten Desinfektionen entwickelt. Die sollte dich reinigen, solange keine Naniten in dein System eingedrungen sind. ESP? Wofür steht das denn? Zum Glück sind wir Hacker und kennen uns mit Elektronik und so aus. Ein Elektroschockpuls, also ein Elektroschockstoß. Es legt die Naniten-CPUs lahm und versetzt sie in Stasis, sodass das Desinfizierungsbad sie von deiner Haut und deinem Haar abwaschen kann. Und keine Sorge, die Nebeneffekte sind nur ein leichter Gedächtnisverlust und Desorientierung. Yay! Und unsere Cyberware, was ist damit? Jin, das solltest du immer fragen. Ich vermute, du wirst bald dazu zurückkehren. Vielleicht kannst du es... ich vermute, du kannst bald damit weitermachen. Vielleicht willst du es erst an jemand anderem ausprobieren. Sehr gut. Ah, wir wollten natürlich noch die Konsole befragen, ob sie neue Cyberware für uns hat. Nein, und die Soda Cyberware, wie der Name schon vermuten lässt, scheint das Beste zu sein. Und wir kriegen auch die Basisvariante der Cyberware nicht zurück. Und das ist auch ein Kritikpunkt an dem Spiel, den ich habe, dass es nicht großartig kommuniziert, dass diese Basis-Cyberware-Teile rausgeworfen werden. Und ich würde zum Beispiel mir super gerne die Basis-Cyberware-Beine einbauen und dafür meine verbesserten Reflexe, meine verdrahteten Reflexe hochsteigern. Das kann ich nicht, weil ich einfach die Basisversion der Beine nicht mehr bekomme und für beides habe ich einfach nicht genug Essenz. Ja. Hey, wie geht's dir denn? Ach, so viele Leben verloren. So unnützes Gemetzel. Es macht mich traurig, zu sehen, was aus dieser stolzen Stadt geworden ist. Schnüff. Aber wir sind ja immer noch hier und wir werden nicht aufgeben. Wir müssen stark bleiben. Boston stark. Ein guter Slogan, aber hart verdient. Sarah, Jane, Bozeman, Mishkin und Kelly. Ah, Mishkin und Kelly, die gehören zur wie zum Wasser. Die sind beide tot, wie es aussieht. Sie sind alle der furchtbaren Infektion zum Opfer gefallen. Oha. Und wir werden uns immer an sie erinnern. Die Megakonzerne sollten nicht damit davonkommen. Da hast du recht, mein Freund.
Das ist die richtige Einstellung. Wir werden unsere Leute nicht vergessen. Schön. So, da gucken wir bei Doc Raymond auch mal in den Shop. Also die Spellcasting-Teile machen auch alle nicht so viel Grundschaden. Aber dafür haben die ein paar nette Flächeneffekte. Hey, du bist immer noch hier? You still here? Oh, und der Dialog ist vertont. Okay, interessant. As long as there is news, I will stick around. And it's not like they've lifted the lockdown. Ja, solange es die Neuigkeiten gibt, werde ich hier bleiben. Und es ist ja nicht so, als wenn sie die Abriegelung der Stadt schon aufgehoben hätten. That's true. We're all stuck in here. But I will find a way. Ja, das ist richtig. Wir stecken hier alle fest. Aber ich werde einen Weg finden. I guess I actually believe that. You may just have what it takes. Na super. Ich vermute, ich glaube das sogar. Du könntest der richtige Mann für den Job sein. Ja, yay. Ah, Buster redet nicht mit uns, okay. Aber Pancake vielleicht. Den können wir zumindest mal nach seinem... Und die keramische Panzerung, die ist super. Die hat 21 Punkte physische Rüstung. Aber das Polymer-Coating, das hat eine halt, ja, genau die Art Schutz, die wir brauchen. Ne? Tech-Armor bekommen wir ja durch unsere Skills und so weiter und dazu. Ein bisschen magische Rüstung, wenn wir das noch mit den Skills aufrüsten. Aus dem Magiebaum bekommen wir hier nochmal 7 Punkte dazu. Und ich glaube, wir haben 15 Punkte Tech-Armor und 16 Punkte physische Rüstung. Also damit ist man dann mit unserer Kombination hier ganz gut rundum geschützt, auf jeden Fall. So, Lady Luck. Ich hoffe, du hast hier irgendwas Vernünftiges. Scheinbar nicht, okay. Ich hatte gedacht, die rüsten uns hier ein bisschen noch aus für die Challenge-Mission. Ja, vielleicht bekommt man die Ausrüstung auch einfach woanders dann. Hier ist das HKG 38. Das Skua, das haben wir. Und dann geht es hier schon mit den Schrotflinten weiter. Also ich weiß, dass es noch der Raketenwerfer, davon haben wir auch noch ein, zwei im Inventar rumzuliegen. Wir haben die nie benutzt. Wir haben sowieso relativ wenige taktische Items benutzt, weil es einfach auch nie wirklich nötig war. Und weil es mir zum Beispiel lieber war, eine Stun Grenade und ein Medkit rumzutragen, als ein Raketenwerfer. Also, dazu kommen wir gleich nochmal. Der Produzent, ja genau, was soll denn das jetzt hier? Unterhaltung. Da die Abriegelung noch in Kraft ist, gibt es hier nichts zu tun, außer sich die Wiederholung von alten Twitch-Shows anzusehen, während die Leute hier in ihren Häusern eingesperrt sind im Prinzip. Oder sich dort... sich dort verstecken, um sich vor den Infizierten zu schützen. Also habe ich mein persönliches Aufnahmeequipment als einen öffentlichen Dienst hier installiert. Yay! Und was genau nimmst du auf? Ich habe hier keine Schauspieler gesehen. Live-Action-Shows. Wir rüsten unsere Freiwilligen mit neuronalem Aufnahmeequipment aus und senden sie dann in eine Serie von verbesserten... Hi Blade Runner, kenne ich dich? Ich glaube nicht und ich bin auch gerade in der Aufnahme, falls du das siehst. Oh Gott, wo war ich denn jetzt? Ja, wir senden sie in eine Serie von Augmented Reality Herausforderungen, die sie meistern müssen. Und wir spielen auch ihre eigenen Aufnahmen in die Simulation ein, sodass sie sich echt anfühlen. Wie ein BTL, nur dass du dich selbst darin spielst. Na super. Ist das nicht gefährlich?
Und warum würde das irgendjemand tun wollen? Nun, für einen Preis natürlich. Ich habe eine gewisse Anzahl von öffentlich nicht zugänglicher Ausrüstung in meinem Besitz und ich bin mir sicher, du würdest sie sehr nützlich finden, um auf den Straßen zu überleben. Also diese werde ich dann als Belohnung herausgeben für jeden, der in der Challenge Erfolg hat. Wie zum Beispiel Waffen. Wie hast du denn deine Hände? Wie ist denn das in deinen Besitz gelangt? Also ich bin ein bisschen ein Sammler, muss ich zugeben. Ist ja auch egal. Die Regeln sind simpel. Jede Herausforderung hat verschiedene Stufen und nach jeder erfolgreichen Stufe kannst du entweder mit einem Trostpreis davongehen oder du kannst weitermachen mit der nächsten Stufe. Und jede Stufe hat attraktivere Preise, bis du die letzte Herausforderung meisterst und du kannst immer zurückkommen und die Herausforderung wiederholen, egal ob du gewonnen oder verloren hast. Hört sich fair an, wo muss ich unterschreiben? Geh einfach durch eine der Türen hier und das wird dich in die Simulation bringen. Indem du das tust, wirst du automatisch deine Übertragungs- und Tridio-Rechte an die I Ching Media Licensing abtreten und ich bin mir sicher, die guten Bürger von Boston werden deinen Dienst zu würdigen wissen. Das ist eine sehr schwierige Mission. Du solltest das immer versuchen, mit einem Team von echten Spielern zu meistern. Mit Henchmen zu gewinnen, also mit den KI, naja, KI ist es eigentlich, es sind NPC-Unterstützungscharaktere, ist zu gewinnen, ist fast unmöglich. Guter Hinweis, dankeschön dafür. So, schauen wir. Was passiert? Okay, und dann kommen wir direkt hier rein. Da gibt es also nicht nochmal einen zusätzlichen Questtext oder irgend sowas. Und ja, ich denke, damit haben wir uns alles angeguckt. Mich wurmt es immer noch, dass ich hier keine bessere Ausrüstung bekomme. Nee. Gut, ja. Aber ist halt so. Ja, was kann ich zum Spiel sonst noch sagen? Also ich finde, das Spiel ist super unterhaltsam. Alles in allem. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich saß jetzt nie davor und hatte das Gefühl, dass ich mich hier irgendwie durch das Let's Play quälen musste oder sowas. Sondern ganz im Gegenteil. Ich habe es gerne gemacht. Klar, manchmal hat es ein bisschen gedauert, eine Gruppe zu finden von Spielern. Was aber auch daran lag, muss ich sagen, dass ich dann natürlich spezifische Anforderungen an die Leute hatte, was ihr Level angeht. Ne? Sie durften natürlich nicht zu hoch sein, zu niedrig war meistens nicht das Problem. Ich glaube, damit hatten wir nur einmal ein Problem, weil sonst das Gameplay einfach zu langweilig wird, wenn alle super hochlevelig sind. Aber man findet hier immer Leute und die Leute sind in der Regel auch nett. Ich hatte das nur zwei oder dreimal, dass ich irgendwie Gruppen hatte, die so gar nicht miteinander kommuniziert haben, gesprochen haben, wo die einfach sich nur durchgeklickt haben, um hier irgendwie Karma zu grinden oder irgend sowas. Ansonsten sind die Leute hier wirklich super nett. Wenn ihr Shadowrun Pen and Paper Spieler seid oder andere Pen and Paper Spieler, dann habt ihr immer was, worüber ihr mit denen quatschen könnt eigentlich. Und wenn ihr das nicht seid, dann findet ihr auch was zum Quatschen mit denen. Also ich hatte hier auch keine negativen Erfahrungen. Außer, na gut, einer hatte ich natürlich letztens, da habe ich gefragt nach Nicht-Veteranen-Runnern, weil ich halt Leute gesucht habe, die nicht zu hoch waren. Und da hat jemand gesagt, ja, ich hoffe, wenn du mit deiner Geschichte fertig bist, dann findest du auch keine Jobs, Jin, das hast du einfach verdient. Und ja, ich schätze, ja, ich weiß gar nicht, warum er so verärgert war in dem Fall. Weil eigentlich hätte er keine Probleme haben dürfen, eine Gruppe zu finden. Man hat hier in der Regel keine Probleme damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt es ja gesehen, ich musste vielleicht ein oder zweimal im ganzen Let's Play eine Aufnahme verschieben, weil ich keine Gruppe gefunden habe, die den spezifischen Anforderungen entsprochen hat. Aber ansonsten, und es sind auch eine ganze Menge deutschsprachige Leute hier unterwegs. Also wenn ihr in eine Gruppe kommt, lohnt es sich eigentlich immer zu fragen, hey, spricht hier jemand Deutsch? Und ich vermute, im Durchschnitt ist es die Hälfte der Leute, mit denen ich in der Gruppe war, die Deutsch gesprochen haben. Weil in Deutschland Shadowrun natürlich, also das Pen and Paper, unheimlich beliebt ist.
Ja, technisch hat das Spiel natürlich noch ein bisschen Macken. Man merkt, dass es eigentlich zu früh rausgekommen ist. Die Talentbäume sind sehr eingeschränkt, da kommt man nicht richtig durch. Es gibt kein Friend-Chat zum Beispiel. Man kann keine eigenen Chat-Gruppen irgendwie aufmachen, außer halt über diese Grouping-Mechanik. Und da kann man nicht mal filtern nach Leuten, die auf dem gleichen Story-Level sind oder auf dem gleichen Skill-Level oder irgendwas. Also da fehlt noch eine ganze Menge Komfort in dieser Spielerlobby auf jeden Fall. Ansonsten hat man vom Gameplay her ist das Ganze, na gut, ich sag noch ganz kurz was zur Technik. Es gibt ab und zu Lags, ja, aber das ist kein Problem. Und dann in den Gameplay-Bereich, da muss man dann halt gucken, manchmal nimmt er halt Klicks nicht, wenn andere Leute ihre Aktion gerade machen, oder tut so, als wenn er den Klick nehmen würde und macht den aber nach der Aktion der anderen dann wieder rückgängig. Das heißt, man muss, bevor man eine Aktion ausführt, immer nochmal überprüfen, ob er jetzt auch das Richtige ausgewählt hat und ob man das Richtige macht, sonst benutzt man zum Beispiel die falsche Waffe. Oder wenn man mehrere Charaktere gerade steuert, weil man noch einen NPC dabei hat, steuert man da auf einmal den falschen Charakter. Das ist mir ein paar Mal passiert. Das waren meistens keine schlimmen Sachen. Einmal haben wir einen Run dadurch verkackt, ja. Aber ansonsten, ja, das Gameplay ist noch ein bisschen zu eingeschränkt. Also der Scope von dem Spiel ist mir noch ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Das geht ja schon bei den Dialogen los, ne? Man hat keine Auswahlmöglichkeit, also das Rollenspiel-Feeling kommt hier noch nicht so richtig auf. Bei der Ausrüstung hat man halt eine ganz lineare Progression eigentlich in den meisten Fällen. Klar, man kann sich dann aussuchen, mehr Schaden oder mehr Genauigkeit oder sowas. Aber man kann zum Beispiel sein Equipment nicht modifizieren und so weiter und so fort. Und dazu kommt dann für mich, der ich ja super gerne Hacker und Decker spiele und sowas, noch das... Man als Hacker macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt, also vom grundlegenden Spielgefühl her, von den spezifischen Skills her natürlich schon, ob man jetzt einen Magier oder einen Decker spielt, finde ich, weil Decks einfach wie ganz normale Waffen behandelt werden und man kann jetzt nicht irgendwie Sicherheitskameras zu seinem Vorteil hacken. Klar, man kann die deaktivieren an ganz wenigen bestimmten Stellen. Man kann keine Türme übernehmen oder sowas mit Hacking. Man kann, die Leute nicht an bestimmte Orte locken oder sowas. Man kann die ganzen Runs auch nicht Stealth lösen, sondern das läuft wirklich immer darauf hinaus. Man geht rein, schießt alles nieder, was sich bewegt und was nicht zum eigenen Team gehört. Und das war's. Also das ist mir alles noch ein bisschen zu eingeschränkt. Am Gameplay muss man da eigentlich noch ganz viel machen. Aber klar, den Entwicklern ist das Geld ausgegangen. Sie haben das Spiel quasi auf den Markt geworfen, weil sie mussten. Nicht, weil sie dachten, dass das fertig war. Vermute ich jetzt einfach mal. Denn dazu, sie hatten das ganze Feedback, was nach Release auch bemängelt wurde, hatten sie vorher schon von der Community. Das muss man nochmal dazu sagen. Im Moment gibt es übrigens noch keine Neuigkeiten, was das Insolvenzverfahren angeht, der Firma. Man muss also sehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß, sie arbeiten schon am nächsten Update. Aber ich weiß nicht, wie groß das Team ist, das da arbeitet, für wann das dann avisiert ist, das Update rauszubringen. Das wird die Zukunft noch zeigen. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Also wenn ihr das irgendwann mal im Sale erwischt oder sowas, greift da ruhig zu. Das macht super Spaß, die Community macht Spaß. Ich werde hier auch, ohne es dann aufzunehmen, noch weiterspielen. Auf jeden Fall Leute so ein bisschen auf ihren Runs unterstützen und so weiter und so fort. Und da könnt ihr mich auch immer anschreiben, wenn ihr mich im Chat seht. Ich habe auch noch keinen anderen Jin gesehen, also lauft ihr da auch keine Gefahr eigentlich, den Falschen anzusprechen. Und wenn doch, dann passiert halt. Das also zu Gameplay und Technik. Und die Story, die geht super langsam los. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also die Einstiegsmission, die ist erstmal, die weckt das Interesse. Diese Tutorial-Mission, die ist ganz gut. Und die wird ja auch am Ende vom Spiel wieder aufgegriffen. Aber Akt 1 und 2, die ziehen sich so träge irgendwie dahin. Da passiert noch nicht viel. Gut, da ist man auch ein Anfänger-Runner. Trotzdem könnte man da ein bisschen mehr Verstrickungen und sowas mit reinbringen, finde ich. Die Story einfach ein bisschen schneller Spannung aufbauen. Was weiß ich, auch zum Beispiel durch persönliche Nebenquests dann. Man erledigt ja hier eigentlich immer nur Scheiß für andere Leute. Und man hat eigentlich selber keine Konflikte mit den Leuten hier. Was wahrscheinlich auch ein bisschen dem Dialogsystem, dem sehr starren, wo man ja einfach nur durchklickt im Prinzip und sich anhört, was der eigene Charakter sagt, geschuldet ist. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen im Add-on, hoffe ich dann, dass das Ganze einfach ein bisschen schneller losgeht, weil das Add-on wird auch nicht so lang sein, wie diese Kampagne hier vermutlich einfach. Und ja, bei den Dialogen ist natürlich blöd, ne? Wir sind ein Decker und Dialoge
Die Dialoge waren halt so geschrieben, dass wir die meiste Zeit keine Ahnung hatten von Technik, Decking und so. Und da dachte ich immer, Alter, Jin, du bist so eine Vollflasche, ja. Du bist hier, hast einen Decking-Hintergrund und hast trotzdem, du kannst nicht mal das Türschloss von einem Sicherheitsterminal unterscheiden in einer Mission. Und da war ich schon ein bisschen, naja. Aber es ist okay, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Das ist für das erste Spiel, das Cliffhanger auch vor allen Dingen auf die eigene Kappe, also nicht als Auftragsarbeit entwickelt haben, ist es ganz ordentlich und es macht, wie gesagt, auch Spaß. Die Grundmechaniken funktionieren, sind halt nur sehr eingeschränkt. Das muss man auch alles noch ausbauen, denke ich, damit das Spiel längerfristig Erfolg hat und vielleicht auch wirklich erfolgreich wird. Die Verkaufszahlen waren jetzt nicht so berauschend, auch bedingt durch den etwas schlechten Start, wo sie ja Probleme mit ihrer Middleware hatten, mit der Lizenz, und wo es deswegen zu ganz vielen Lags kam, im Prinzip über eine Woche. Und sie haben auch gesagt, die erste Woche ist eigentlich entscheidend für den Erfolg, und da hat es nicht so wirklich funktioniert. Aber vielleicht nimmt ja irgendwann mal einer der mit einem Add-on oder so, einer der größeren Let's Player, das Spiel in die Hand und dann bekommt es noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Oder das nächste Add-on wird einfach so gut, dass das Spiel da nochmal richtig viel Aufmerksamkeit bekommt und Nachtests hier und da vielleicht. Also ich habe das Spiel noch nicht abgeschrieben, muss ich sagen. Auch wenn ich am Anfang super enttäuscht war über das, was ich in die Hand bekommen habe als fertiges Produkt. Und ich denke, das habe ich auch in einem Video zum Early Access relativ gut ausgedrückt. Habe das dann aber auch relativiert im nächsten Video, habe erklärt, warum ich das so ausgedrückt habe. Die deutsche Synchro sollte ich da vielleicht nochmal erwähnen. Die habe ich euch jetzt erspart. Meine On-the-Fly-Übersetzung ist auch nicht makellos, natürlich nicht. Vielleicht auch nicht besser als die Synchro. Aber die Stimmen sind einfach so scheiße und es hätte mir einfach keinen Spaß gemacht, das Ding auf Deutsch zu spielen. Und ich habe mich da auch mit diversen deutschen Spielern und Spielerinnen drüber unterhalten. Und die haben mir alle bestätigt, die deutsche Synchro ist echt kacke. Und die Sprachausgabe hier, wo man sie hat, und das ist ja nicht durchgängig überall, die trägt auch wirklich was zur Atmosphäre bei, muss ich sagen. Klar, ist relativ teuer, macht aber eine ganze Menge für die Atmosphäre. War schon wichtig, die mit reinzunehmen, denke ich. Das müsste man noch ausbauen, wahrscheinlich in einem Add-on. Oder man lässt es komplett wieder weg und konzentriert sich dafür auf eine gute Übersetzung. Denn die Übersetzung war gerade am Anfang richtig schwach. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt noch großartig verbessert haben. Ich vermute beinahe nicht. Das war ein bisschen merkwürdig. So, Jungs, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.